Zeitrisse. Fremdenrundfahrt durch Wien. Von Ludwig Hirschfeld, gefunden in Heimgarten. Monatsschrift, gegründet von Peter Rosecker. Graz 1910. Immer um diese Zeit, wenn ich die hohen, mit Fremden beladenen Mailcoachwagen durch die Straßen fahren sehe, fange ich an, es in Wien nicht mehr auszuhalten. Da packt mich ein heftiges Heimweh nach der Ferne, nach der Fremde, eine blinde Reiselust. Ganz egal wohin, nur fort von hier, nur reisen. Aber schließlich, worin besteht denn das Reisen? Dass man eine Tracht von absonderlichem Muster und Zuschnitt anzieht, im Umgang mit Kellnern und Hausknechten, in einer stärkeren Absonderung von Gemeinplätzen und Trinkgeldern, überhaupt darin, dass man sich in ein ganz anderes, merkwürdiges Wesen verwandelt, in den Fremden. Man braucht also vielleicht nur auf einen dieser hohen Wagen zu klettern, um sich alle Sensationen und Mühseligkeiten des Reisens zu verschaffen. Und wer weiß, wie anmutig und begehrenswert einem diese Stadt erscheint, wenn man sie in der ernsten, steifen Haltung des Fremden durchfährt, wenn man an ihren Schönheiten vorübereilt, sich nicht zu erkennen gibt und ihnen bloß heimlich zulächelt. Gerade in diesem geheuchelten Kühl- und Fremdsein liegt ein ganz eigener Reiz, wie im Begegnen mit der Geliebten auf der Promenade. Aber als ich das Ticket für die Rundfahrt gelöst hatte, wurde mir doch etwas bang. Es gehört nämlich sehr viel Mut dazu, sich Wien anzuschauen. Von den tausenden elegant und neu gekleideten Menschen, die täglich um die Ecke von Kärntnerstraße und Graben biegen, traut sich nicht so bald einer, den Stock im Eisen zu betrachten. Es sieht zu provinzlerisch aus und darum geht man lieber lebenslänglich daran vorüber, mit blasierter Miene, ohne die Sache überhaupt zu kennen. Darin besteht ja meistens die Blasiertheit. Was lässt sich machen? So sind wir eben. Und wenn man durchaus einmal vor dem Stock im Eisen stehen bleiben will, ohne an seinem Rufe Schaden zu leiden, muss man sich schon als Fremder verkleiden. Ich bürstete mir also den Schnurrbart über den Mund, gleich einer missmutigen Robbe, zog meinen kariertesten Anzug, meine violetteste Krawatte und meinen niedersten Kragen an und stülpte die Hosen um, obwohl das Wetter sehr schön war. Überdies versah ich mich mit dem Futteral eines Opernglases und einem Bande von Bädeckers Südbayern, Tirol, Salzburg etc. Einen anderen besitze ich nicht. Und schließlich brachte ich noch meinem weichen, grauen Hut mit ein paar energischen Faustschlägen ein globetrotterisches Aussehen bei. Ähnliche Gestalten hatten sich auf dem Mailcoachwagen eingefunden. Als er sich in Bewegung setzte, begann ein Mann, der einen Zylinder trug, auf einem Horn sinnige Weisen zu blasen. Wahrscheinlich ist das in Wien so gebräuchlich. Dann ergriff der Fremdenführer das Wort. Er war ein Berliner, und nun musste ich mir im reinsten Norddeutsch die Schönheiten von Wien erläutern lassen. Er wendete sich dabei vorzugsweise an mich. Und ich hatte genug Mühe, nicht aus der Rolle zu fallen, um den Mann eines Besseren zu belehren. Immerhin erfuhr ich von ihm, dass die Hauptallee 3 englische Meilen gleich 4 Kilometer lang sei, was für Fremde nicht unwichtig ist. Alle hörten ihn ehrerbietig an, vergewisserten sich aus ihren Büchern und Karten, ob man ihnen keine Sehenswürdigkeit vorenthalte,
und betrachteten die Welt durch ihre Feldstecher oder im Spiegel ihres Kodaks. Darum sehen ja die Fremden so wenig von der Welt. Im Rathauskeller, wo Rast gehalten wurde, hätte ich mich fast durch die zielbewusste Sicherheit verraten, mit der ich Tellerfleisch mit Essigkren und gerebelten Gumpoldskirchner bestellte, während die Fremden alles mit sich geschehen ließen. Ein Rendant aus Hinterpommern speiste Westfälerschinken. Andere saßen staunend vor dem Rätsel des Gespritzten, ein Wort, das sich nur durch fleißige Wiederholung erlernen lässt. Dem Zahlkellner boten die Fremden die wertvollsten Goldmünzen, ja den gesamten Inhalt ihrer Börsen zur beliebigen Auswahl an. Das Tischgespräch erging sich in gedankenvoller Weise über die Unterschiede zwischen bayerischem und Pilsner Bier, über die Wiener Kaffeehäuser und über das Essen. Bei dieser Gelegenheit musste ich mir von unserem norddeutschen Cicerone erklären lassen, was man unter einem Wiener Schnitzel versteht. So etwas tut weh. Die Fremden erzählten auch von ihren Besichtigungen und Erlebnissen. Die meisten waren bei Tag in Kirchen und Museen gewesen. Dabei zwinkerte der Rendant verschmitzt. Und nun fährt der Mann heim nach Hinterpommern und bildet sich ernstlich ein, Wien zu kennen, namentlich die Weiber. Im Weiterfahren war es mir, als ob unsere Kutsche jetzt viel stärker wankte. Doch als sie sich der inneren Stadt näherte, ergab sich das bald. Und als wir just um die Corso-Stunde über den Graben fuhren, hatte ich das völlig nüchterne Bewusstsein meiner närrischen Situation. Der Mailcoach-Wagen erregte erkleckliches Aufsehen. Umso mehr, als unser unglückseliger Trompeter wieder seine lieblichen Schalmeien von sich gab, was die Grabenfiaker zu allerhand feinen satirischen Bemerkungen veranlasste. Eine ironisch oder nachsichtig lächelnde Überlegenheit lag auf allen Mienen, denn nichts kommt dem Wiener unbegreiflicher vor als das Besichtigen und Bewundern seiner schönen Vaterstadt. Letzte Sehenswürdigkeit. Die Burgmusik. Vielleicht die sehenswürdigste von allen. Hier fanden die Fremden, was sie in Museen und Kirchen, in Nachtcaféhäusern und Vergnügungslokalen vergebens gesucht hatten. Den Rhythmus, die Farbe, das Leben dieser Stadt. Schon dieses bunte Bild, diese aus Offizieren, Kindern, eleganten Damen und Beschäftigungslosen zusammengesetzte Menge. Wie fesch und liebenswürdig nimmt sich das in dem stolzen, kaiserlichen und königlichen Rahmen aus. Und wenn dann erst der Ablösungsmechanismus zu funktionieren beginnt, man kann ihn immer wieder ansehen, denn er ist in seiner Art ein kleines Kunststück, gleich jenen automatischen Bildern, die den Kindern so viel Spaß bereiten. Alles geht hier jedes Mal unbegreiflich akkurat in der nämlichen Weise vor sich. Kaum hat es eins geschlagen, hört man von draußen schon die große Trommel und der Posten erhebt sofort sein Wehgeschrei. Dröhnend brechen sich die Klänge des Marsches unter der Torwölbung, dann strömen sie jubelnd in den Hof hinaus und einen aparten Kontrast dazu bilden die tiefernsten Mienen der ungarischen Infanteristen, die sich der Bedeutung des Augenblickes völlig bewusst sind. Jetzt schaut der Kaiser herunter, sagen die Eingeweihten geheimnisvoll. Zwar ist es meistens nicht der Fall, aber der Gedanke freut einen doch und man blickt ehrerbietig zu den beiden letzten weiß verhängten Fenstern im zweiten Stock hinauf.
und dann erst die feierliche Handlung der Fahnenübergabe, die hellen Kommandos, das Brausen der Volkshymne und mitten hinein, wie jäher Kriegsruf, der getrommelte und geblasene Generalmarsch. Dadurch schauert es einen ein bisschen, ob man nun will oder nicht. Während das langwierige Geschäft der eigentlichen Ablösung betrieben wird, spielt die Kapelle einige Stücke und immer ist ein Walzer darunter. Das macht diesen ganzen militärischen Vorgang zu so einer anmutigen und liebenswürdigen Sache. Und eine Weile sieht es in dem Hofe wie bei einem lustigen Promenadenkonzerte aus. Die Offiziere streichen den Schnurrbart und kokettieren zu den Damen hinüber, die sich ganz unmerklich im Takte wiegen und gewiss sofort tanzen würden, wenn es möglich wäre. Die beschäftigungslosen Burschen aber pfeifen vergnügt mit und vergessen dabei vielleicht ihren Hunger. Alles ist erledigt und nun ertönt ein Marsch von einer solchen harangierenden und ansteckenden Sorglosigkeit, wie nur ein österreichischer Militärmarsch zu klingen vermag. Da ist es schwer, nicht mitzuhalten. Die polyglotte Schar und ihr Führer blicken mich erstaunt und entrüstet an. Ob ich am Ende verrückt geworden bin? Das weiß ich nicht, aber mir scheint, ich bin wieder ein Wiener geworden. Ich lasse die Fremden stehen, marschiere im Schritt hinter der Burgmusik und habe ganz vergessen, wie unleidlich mir der Aufenthalt in dieser Stadt ist. Und weil die Wiener ein dermaßen sympathischer Menschenschlag sind, bleiben wir noch ein wenig in dieser Metropole und machen einen kleinen, zeitversetzten Abstecher zum Südbahnhof. Aus Illustrierte Welt, Heft 2, 1893. Wiener Bahnhofsbilder. Ein Artikel von B.L. Unter den Wiener Bahnhöfen besitzt der Südbahn eine ganz besondere Physiognomie. Nicht etwa durch seinen Bau, denn die große rauchgeschwärzte Halle, die staubgraue Gepäckexpedition und so weiter, alles gleicht den gewohnten Bahnhofsbildern, sondern durch das Publikum, welches hier verkehrt. Der sogenannte Tourist, ins Wienerische übersetzt Bergfex, ist ein stets in vielen Exemplaren vertretener Stammgast der Südbahn, der im Hochsommer wie bei 10 Grad unter Null bemerkbar wird, an gewissen Samstagen aber hier einfällt wie ein wandernder Heuschreckenschwarm. Trägt doch der Eilzug der Südbahn seine Insassen in kaum mehr als 2 Stunden zum Fuß der Rax oder des Schneeberges, welche besuchter sein dürften als so mancher berühmte Berggipfel der Schweiz. Einmal am Fuße des Semmering-Höhenzuges angelangt, sind die Reisenden auch schon in einer der entzückendsten Gebirgsgegenden, durch die der Zug Stunde auf Stunde fliegt, bis er in eine sonnigere Gegend zu den Buchten der blauen Adria niedersteigt. Diese Endpunkte einzelner Südbahnlinien lassen schon darauf schließen, dass man auf der Fahrt einige Stationen passiert, deren Namen mit weltbekannten Luftkurorten gleichlauten und die hier haltmachenden, den wärmenden Süden suchenden armen Zugvögel. Sie bilden auch eine charakteristische, traurige Eigenheit des genannten Bahnhofes. Die Südbahn hat aber auch einen Schienenstrang, der nach Ungarn hineinführt, in jenen gesegneten Länderstrich, wo Chopins idealster Lebenszweck sich gar leicht erfüllen lässt. Dorthin sind die Coupés wieder mit anderer Gesellschaft besetzt, deren Provenienz bereits äußerlich erkennbar wird.
Was den Lokalverkehr der genannten Bahn betrifft, so hat sie mit der Westbahn an Sommersonntagen einen Ansturm von Ausflüglern zu erleiden, bei dem es gar oftmals lebensgefährliches Gedränge gibt. Zählen doch gleich die ersten 6 oder 7 Stationen der Südbahn zu den beliebtesten Sommerfrischen, von denen Mödling mit seinen wildromantischen Hinterbrühlpartien Baden und Böslau an jedem schönen Sonn- und Feiertag von Anfangs April bis in den Oktober hinein Zehntausende aus Wien anziehen. Die beim Wiener Publikum bekannte und übliche Nichtbeachtung behördlicher Vorschriften kann nur durch eine geradezu unglaubliche Duldsamkeit wieder ausgeglichen werden. Dadurch wird es denn möglich, dass an solchen Tagen in manchen Waggons 4-mal so viel Menschen befördert werden, als Sitzplätze vorhanden sind. Man lässt sich drücken und drängen, dass man blaue Flecke davonträgt. Schad nix, Hitz war's doch. Der gestrenge Herr Stationschef mag stets erleichtert aufatmen, wenn ein solcher Tag mit seinen Gefahren vorüber ist. Ihm sind die Militärzüge ganz sicher lieber, denn hier klappt alles wie auf dem Exerzierplatze. Auch die gewöhnlichen Züge, trotzdem es auf einem so verkehrsreichen Bahnhof keine ruhige Minute gibt, erregen ihn nicht sonderlich. Seine Truppen sind brillant organisiert und eingearbeitet. Da geht alles wie am Schnürl. Er kann in Seelenruhe manche interessante Bahnhofsszene beobachten. Ein kleines Ereignis ist auch für ihn das Eintreffen eines Herrn, der gratis fuhr und den eine sichere Begleitung vor allen Fährlichkeiten schützte. Triest und Fiume, 2 berühmte Häfen, bilden bekanntlich Stationen der Südbahn und derartige Städte sind ja zumeist das erste Ziel gewisser Reisender, deren Fahrt oftmals durch eine höhere Macht eine plötzliche Unterbrechung erfährt. Die anderen Bahnhofsszenen sind meist intimer Natur und hier und da mag bei irgendeinem Abschied dem Herrn Stationschef vielleicht der Mund wässrig werden. Doch das ist sein Dienstgeheimnis, darüber spricht er nicht. Der 1882 geborene Ludwig Hirschfeld war jüdischer Schriftsteller, Journalist und Theatersekretär. Die im Heimgarten abgedruckte Schilderung einer Stadtrundfahrt stammte aus seinem Buch »Wir kennen uns« von 1909. Der gebürtige Wiener, der sich als Humorist und Sonntagschroniqueur mit Hang zur Melancholie bezeichnete, wurde neben unzähligen Feuilletons vor allem durch seine humorvollen Bücher, den alternativen Stadtführer durch Wien und was nicht im Baedeker steht, bekannt. 1938, nach einer ersten Verhaftung, floh er mit seiner Familie wegen des Anschlusses Österreichs an Nazi-Deutschland nach Frankreich, wo man Hirschfelds aber nach mehreren Wechseln des Wohnortes 1942 schlussendlich internierte, nach Auschwitz verschleppte und ermordete. Ludwig Hirschfelds genaues Todesdatum ist nicht bekannt. Fremdenrundfahrt durch Wien. Ein kleiner satirischer Einblick in die Anfangstage des Massentourismus, in denen gekrönte Häupter keine Fahrscheine brauchten.
Alle bisherigen Zeitrisse-Episoden gibt es kostenlos in den Ställen von Spotify, Apple Podcasts, Deezer etc., YouTube und www.zeitrisse.ch. Der dort stationierte Podcast-Kutscher freut sich übrigens riesig, wenn Sie ihm ein Trinkgeld mittels Spendenfunktion zukommen lassen. Dankeschön! Wem Budget und Zeit nicht reichen, um ein Wiener Kaffeehaus zu besuchen, der gönnt sich stattdessen eben einen Dampfkaffee unter freiem Himmel. Siehe www.kaffee-raffi.ch. Kaffee mit Doppel-F und Raffi mit PH.